Herzlich willkommen Ihnen zu Hause, die Sie sich zugeschaltet haben. Schön, dass Sie mitfeiern. Kirchentag. Allein schon dieses Wort klingt wie aus einer anderen Welt. Und es wird ihn geben, diesen dritten ökumenischen Kirchentag 2021 vom 12. bis zum 16. Mai in Frankfurt. Aber Sie ahnen schon, keine große Party, keine riesigen Messenhallen, die überfüllt sind, weil sie nur 1500 Leute fassen. Auch dieser Kirchentag, wie alles andere, wird gerade gründlich umgeplant und neu geplant, digitalisiert, wo es geht. Aber einen kirchentagsbegeisterten Menschen wie mich stört das nur bedingt. Ich freue mich, dass er stattfinden wird, wie auch immer. Und die Kirchentagsverantwortlichen haben dazu aufgerufen, heute, an diesem Sonntag, das Motto des kommenden Kirchentages aufzunehmen. Und das will ich tun. Markus 6, Vers 38. Schaut hin. Schön, dass Sie zuschauen. Himmel, Erde, Luft und Meer. Ein wunderschönes Lied, 17. Jahrhundert. Wir werden auch noch ein wenig moderner werden. Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ein Wort aus Psalm 8. Wir hören es gelesen von Traudl Weber. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir werden still und beten. Gott, siehst du uns? Unsere innere Trägheit, den Frust, die Müdigkeit. Siehst du, wie wir hoffen und bangen und vorsichtig unseren Weg suchen durch das Gewühl des Alltags oder seine Leere? Hungrig nach Nähe, durstig nach einer Umarmung? Ja, Gott. Ich sehe die Angst vor dem Virus, die ihren Grund hat in den Erfahrungen der Intensivschwestern, in der Überforderung der staatlichen Krankenhäuser in Portugal oder den Worten der Virologen. Und Gott, ich bin dieses Themas so leid. Aber ich will nicht meckern, nicht den Kopf in den Sand stecken oder warten, bis wieder alles besser oder schlimmer oder sonst wie wird. Ich will beten. Ich will hören. Ich will tun, was richtig ist. Hilfst du uns, es zu sehen? Nach vorne will ich schauen, nachdenken, helfen, meine Arbeit tun, Schritt für Schritt. Stärke unsere Hoffnung und unseren Mut. Lass uns miteinander suchen nach dem, was uns im Leben trägt und hält, in den Grenzen, die uns gesetzt sind. Sei Gott mitten unter uns. Mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich ruft.
Ich lese die Geschichte, die zum Kirchentagsmotto gehört, aus der Übersetzung der Basisbibel. Markus 6, die Verse 33 bis 44. Jesus macht 5000 Menschen satt. Die Leute sahen sie abfahren und viele erkannten, wo sie hin wollten. Sie strömten auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten herbei und kamen noch vor ihnen dorthin. Als Jesus dann ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Darum lehrte er sie lange. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Schick doch die Leute weg, dann können sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus aber antwortete: Gebt doch ihr ihnen etwas zu essen. Da sagten sie zu ihm: Sollen wir losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Jesus fragte sie: Wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie: 5 Brote und 2 Fische. Da ordnete Jesus an: Alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. So setzten sich die Leute in Gruppen zu 100 und zu 50. Da nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte zum Himmel, dankte Gott, dann brach er die Brote in Stücke, gab sie seinen Jüngern, die sie verteilen sollten. Auch die 2 Fische ließ er an alle austeilen. Und die Menschen aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste von Brot und Fisch, die sie übrig gelassen hatte, 12 Körbe voll. Es waren so 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Gott, wir bitten dich, lass uns hören und verstehen und satt werden. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, schaut hin. Die Idee dieses Plakates, das Sie gerade sehen, welches für den 3. Ökumenischen Kirchentag von 12. bis 16. Mai wirbt, finde ich genial. Darauf muss man erst mal kommen und dann den Mut haben, es auch umzusetzen. Das zentrale Motto, bestehend aus nur 2 Worten, unscharf in die Mitte eines leeren Plakates zu setzen. Man hat als Betrachter als erstes das Bedürfnis, sich die Augen zu reiben oder die Brille zu putzen und nochmal genau hinzuschauen. Ist die Schrift wirklich unscharf oder habe ich einen Knick in der Optik? Der zweite Gedanke, der genau dadurch in mir ausgelöst wurde, war: Stimmt, genau so ist es. Knick in der Optik. Ich schaue in die Welt und sehe unscharf. Was ist gut und was ist böse? Dauerlockdown, gute oder schlechte Idee? Wo kann ich helfen? Hier oder dort? Überall geht nicht. Gott schenke mir Klarheit in meinem Blick. Die dritte Assoziation war Paulus. Hat nicht sogar er, ein absoluter Meister klaren und durchstrukturierten Denkens, im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Jetzt sehe ich nur ein verschwommenes, rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Was bleibt, sind Hoffnung, Glaube, Liebe, diese 3. Doch am größten von ihnen ist
die Liebe. Schaut hin. Aus welcher biblischen Erzählung ist das Motto des Kirchentags entnommen? Wieder war ich erstaunt. Aus der Erzählung, wie Jesus 5000 Menschen satt macht. Ich musste überlegen. Eine große Menge von Menschen. Jesus predigt lang, es wurde Abend, nicht nur die Jünger bekamen Hunger. Sie schlugen Jesus vor, dass die Menschen nach Hause gehen oder zumindest in die umliegenden Dörfer. Der Tag war lang gewesen. Doch Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Leichter gesagt als getan. Sie hatten nur 5 Brote, 2 Fische. Was ist das angesichts einer solchen Menge? Doch am Ende wurden alle satt und es bleiben 12 Körbe voll übrig. Schaut hin. Die Aufforderung war mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Sie wird schnell überlesen. Wörtlich, in der Übersetzung der Basisbibel heißt es, geht, seht nach. So fordert Jesus die Jünger auf, als es darum geht, was haben wir zu essen dabei? Geht und seht nach. Schaut genau hin. Dieser Satz gehört zu den Details, bei denen ich immer mal wieder denke, lieber Jesus, warum tust du das? Warum schickst du die Menschen nicht einfach nach Hause? Sie haben dir zugehört. Sie haben Zeit mit dir verbracht. Alles ist gut. Worauf willst du hinaus mit deinem Geht und seht nach? Wir schauen auf das Wunder. Ich weiß nicht, wie es geschah. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Meine Vorstellungskraft und Erfahrungswelt übersteigt es. Wir schauen auf Jesus. Es ist, als wenn er zum ersten Mal Abendmahl feiert, zum Himmel schaut, das Brot bricht, es teilt mit allen, die zu ihm kommen, die da waren, die ihm zuhören, die neugierig waren, die Mitläufer, alle. Die Erfahrung, mit einer riesigen Menschenmenge Abendmahl zu feiern, habe ich auf dem Kirchentag zum ersten Mal gemacht. Beim Abschlussgottesdienst zum Beispiel in Stuttgart. Ein riesiges Gelände. Es war sehr heiß, ohne Sonnenschutz. Überall waren Abendmahlstische aufgestellt, je einer für vielleicht 50 bis 70 Menschen. Helfer gingen durch die Reihen und wir wurden ebenfalls alle satt, innerlich satt. Doch Jesus sagt, schaut euch selber an. Was habt ihr denn, um die Menschen satt zu machen? Hände in den Schoß legen? No go. Auf gar keinen Fall. Es geht nicht um Brot oder Fische. Lasst uns nicht am Äußeren hängen bleiben. Es geht um dich und deine Begabung, um deine kleine Kraft oder deine kleine Stimme, um deinen kleinen Glauben, um deine Hoffnung und deine Sehnsucht, um das, was du als jemand, der Jesus nachfolgt, mitbringst ins Leben. Das kann dann auch das Brot sein fürs nächste Abendmahl oder den Kuchen, den du der Oma backst, weil sie nicht mehr selber kann, oder das Geld, das du spendest, weil du weißt, wie groß die Not ist, gerade in Ländern, die unter der Pandemie leiden ein Vielfaches mehr als wir. Oder die Pfarrerin, die auf dem letzten Kirchentag dazu aufrief, wir lassen niemanden ertrinken. Und es wurde ein Boot gechartert und es rettete Menschen und rettet noch heute im Mittelmeer. Ihr wisst, was ich meine, oder? Schaut hin, sagt Jesus. Ich sage euch nicht im Einzelnen, was gut ist und was nicht. Das müsst ihr selbst herausfinden. Das Wagnis müsst ihr eingehen und es muss nicht jeder dasselbe machen. Vielleicht ist es ja gut, wenn die einen für ein Schiff im Mittelmeer spenden und die anderen sich woanders engagieren. Was geschah damals mit den Fischen und Broten, dieser kleinen Handvoll zu essen für so viele Menschen? Es heißt, alle wurden satt. Für mich bedeutet das aufs Heute übertragen, tut, was ihr könnt. Und dann staunt. Und dann staunt über das, was Gott aus eurer kleinen Kraft machen kann.
erzähle euch eine letzte kleine Geschichte aus dem wirklichen und wahren Leben aus Meckesheim und Mönchzell. Geschehen letzten Donnerstag. Am Mittwoch hatten wir mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden in der inzwischen schon gewohnten Weise per Zoom uns zum Konfirmandenunterricht getroffen. Wir haben begonnen, den Online-Gottesdienst zum kommenden Sonntag, also heute in einer Woche, vorzubereiten. Thema 14.2. Valentinstag. Die Idee einer Konfirmandin: wir könnten doch Postkarten gestalten und diese in die Kirche, in die Bänke legen. Wenn dann jemand kommt und beten möchte, kann er sie lesen. Ein kleiner Liebesgruß. Gesagt, getan. Ein Tag später, Donnerstag eben, schickte eine Konfirmandin ein erstes Bild in die Gruppe mit der ersten Postkarte, die, zusammen dann mit anderen, in den Kirchen in Meckesheim und Mönchzell einfach so in den Bänken liegen werden. Und ich lese, was sie schrieb. Valentinstag. Es ist die Liebe, die uns durch das Leben trägt, die uns Mitmenschen mit wärmenden Gefühlen pflegt. Es ist die Liebe, die aus uns was Besonderes macht, wo auch für traurige Menschen die Sonne lacht. Es ist die Liebe, die uns ein Leben lang begleitet, unsere Liebe zu unseren Liebsten verbreitet. Es ist die Liebe, die uns kämpfen lässt, wodurch schon viele Menschen wurden verletzt. Doch es ist die Liebe, die über alles siegt, denn hast du sie im Herzen, sie alles Gold der Welt besiegt. Was für ein schönes Gedicht. Kein frommes Bekenntnis, keine theologische Erklärung des Wunders Jesu damals in der Menge der Menschen. Aber ich sage euch, schaut und hört hin. Wenn ihr in die Kirche geht, jeder für sich, hier in Mönchzell oder in Meckesheim, lest und genießt. Oder legt eine weitere Postkarte dazu mit eurem Valentinstag-Gruß. Kleine Grüße der Liebe, einfach so. Und es weht ein Geist durch diese Kirchen, die Gott zum Schmunzeln bringt und meinen Hunger stillt. Amen.
Das Lied war so neu, dass wir es nicht als Text abdrucken können. Deswegen möchte ich nochmal die erste Strophe sprechen. Ich kann Ihnen nur raten, es nochmal zu hören oder in YouTube zu googeln oder sonst was zu machen. Ein wunderschönes Lied. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wunderschön gesungen. Danke dafür. Wir beten. Gott, danke für das Leben, das du uns schenkst. Wertvoll ist es, bis in die kleinsten Verästelungen hinein, kostbar, einmalig. Eingebunden in den Kreislauf des Lebens, eingewoben in ein dichtes Netz von Beziehungen und Wechselwirkungen, schwer zu durchschauen auch oder zu überblicken. Wir bitten dich, sei bei denen, die in Not sind. Sei bei denen, die krank sind, die einsam sind und allein. Wir bitten dich für die, die in Sackgassen laufen und es nicht merken, dass du ihnen die Augen öffnest. Für die Überheblichen, dass sie fallen und lernen. Für die Mutlosen, dass sie sich aufrichten. Für die Lauten, dass sie hören lernen. Für die Stillen, dass sie reden, wenn die Zeit reif ist. Gott sei mitten unter uns mit deinem Geist, der tröstet die Trauernden, der Mut gibt den Mutlosen, der webt am Netz des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe. Webe du, Gott, uns hinein in dieses Netz derer, die dem Leben dienen. Gemeinsam setzen wir unser Gebet fort mit den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Schon fast ein moderner Klassiker. Thank you.
Folgendes möchten wir noch sagen. Danke, dass Sie von zu Hause aus mitgeschaut haben und mitgefeiert haben. Danke auch allen Mitwirkenden, Brigitte Lenz an der Orgel, den beiden Sängerinnen Nell Kraus und Dimut Ludwig, Lukas Eherhalt und sein Team für die Aufnahme. Wir freuen uns, wenn Sie die Kirchengemeinde finanziell unterstützen. Dies können Sie über eine Spende auf das angegebene Konto der Kirchengemeinde tun. Sie erhalten dafür eine Spendenbescheinigung. Die Kirche in Mönchzell wollen wir an den kommenden Sonntagen wieder tagsüber offen halten. Nutzen Sie sie für ein Gebet, eine Zeit der Stille, des Nachdenkens und der Nähe zu Gott. Am kommenden Sonntag, den 14.02., werden wir wieder aus Meckesheim einen Online-Gottesdienst anbieten. Da wird sich alles um die Liebe drehen. Es ist Valentinssonntag und die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden den Online-Gottesdienst mitgestalten. Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Dem möchte ich mich anschließen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Musik.